Vielen Dank, Herr Kleiner, dass Sie sich Zeit genommen haben zu kommen. Das kirchliche Leben ist sehr eingeschränkt seit einigen Tagen. Dennoch versucht die Diözese, das Ganze aufzufangen. Was ist denn da genau angeboten? Wir haben die Aktion Hoffnungsfunken gestartet. Das ist das Angebot, jetzt in dieser Zeit Erfahrungen zu machen, die Menschen Hoffnung schöpfen lassen. Ein Teil davon wird im Internet angeboten. Können Sie da das ein bisschen konkretisieren, was so die Angebote sind? Wir haben viele Links zusammengetragen, damit Menschen übers Internet Gottesdienste mitfeiern können. Gottesdienste aus unserem Bistum. Es gibt eine ganze Menge Pfarreien, die Gottesdienste übertragen. Der zweite Baustein, den ich genauso toll finde, ist, wir haben für jeden Wochentag einen Impuls. Und wir sprechen an jedem Wochentag ganz unterschiedliche Menschen an. Also haben wir die Kirchenmusik eingeladen, sucht doch mal ein Lied aus, das in die Zeit passt, singt und spielt für uns dieses Lied. Vielleicht summt jemand daheim mit, vielleicht wird er getröstet. Wir haben was gemacht für Schülerinnen und Schüler. Wir haben gesagt, das ist eine Ausnahmesituation. Plötzlich ist die ganze Familie zusammen, die sich sonst auch den halben Tag nicht sieht und aus dem Weg gehen kann. Also haben wir unsere Experten, die in den Beratungsstellen sitzen, gefragt, was könnt ihr denn den Leuten empfehlen? Und wir haben gesagt, die Bibel enthält ja jede Menge Hoffnungsgeschichten, auch jetzt in dieser Zeit. Also haben wir Menschen eingeladen, erschließt uns doch diese Hoffnungsgeschichten in 2 Minuten 30, 2 Minuten 50. Jeden Samstag wird jemand von der Situation, aus der er heraus lebt und arbeitet, die biblische Perspektive für uns eröffnen. Die Kirchenzeitung kooperiert und wird viele der Dinge, die wir im Internet haben, auch in gedruckter Form anbieten. Was hoffen Sie denn dann mit den Angeboten zu erreichen? Dass die Menschen Erfahrungen machen. Dass sie merken, auch wenn die Situation jetzt ganz anders ist, ich bin irgendwie getragen. Ich bin nicht allein. Irgendwie ist Gott mit dabei. Und Kirche passiert trotzdem. Weil Kirche, das sind wir alle, das sind Sie und ich, das sind die Getauften, denen zugesagt ist, dass Gottes Geist in uns lebt. Und das darf ich erleben und spüren. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne.